Peace, Leute, wie ihr es im Titel schon entnommen habt, heute mal ein Brandcheck zur neuen Peso-Kollektion. Republic heißt sie. Ich habe mir 3 Sachen gezogen, sind auf jeden Fall ein paar fresh Pieces dabei. Und wie immer bewerten wir im Brandcheck natürlich das Packaging, die Quality, die Nachhaltigkeit, das Design und die Preisleistung. Also let's go. Ach ja, und an der Stelle würde es mich mega freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal ein Like da lasst und ein kostenloses Abo. Ist natürlich auch immer gerne gesehen und würde mich mega supporten. Deswegen danke dafür und wir machen direkt weiter mit dem Packaging. Beim Packaging ist alles Peso-typisch geblieben. Wir haben den weißen Peso-Karton. Alle Pieces sind in so einer normalen Peso-Plastik-Zip-Bag eingepackt. Also alles beim Alten. Gibt es nicht viel zu erwähnen. Qualität und Nachhaltigkeit hat sich auch nichts verändert. Ist alles beim Gleichen geblieben. Deswegen ist das hier immer noch mein gleiches Rating wie bei den letzten Videos auch. Falls ihr wissen wollt, wie das Rating zustande kommt, checkt gerne nochmal meine alten Peso-Videos aus. Verlinkt die nochmal hier oben für euch. Und dann machen wir jetzt auch direkt weiter mit dem Design. Und das erste Piece, was ich mir gezogen habe, ist dieses Peso-Tee. Und da muss ich sagen, wirklich geisteskrankes Ding. Bis auf eine Ausnahme, die das leider für mich persönlich untragbar macht. Komme ich aber später zu. Aber wir fangen erstmal mit den geilen Punkten an. Erstmal Farbton. Richtig, richtig krass. Richtig nicer Grünton. Dann auf der linken Brust hier noch so ein richtig nicer Puffprint. Gefällt mir richtig gut. Auch die Color-Kombo hier von Blau, Weiß mit Grün. Finde ich, hat einen sehr, sehr nice Look. Gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, hier richtig nicer Puffprint. Dann natürlich Peso-typisch. Wie immer ein Peso-Metall-Tag. Darf auch nicht fehlen. Und hinten ist das Ding komplett clean. Oberfläche natürlich wieder hier Peso-typisch ein bisschen gepeached. Finde ich, muss persönlich für mich jetzt nicht sein. Ich finde es nicht unbedingt nicer, als wenn es jetzt dieses normale Raw Cotton ist. Ich glaube, ich mag sogar eher das ungepeachte mehr vom Feeling, weil mir das so ein bisschen zu weich ist einfach. Aber ist natürlich Geschmackssache. Was auch Geschmackssache ist, wobei da kann man sich jetzt wahrscheinlich drüber streiten, ist der Fit. Wir haben hier nämlich wieder den Fit von den Peso Summer Raws. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt mal auf eine Medium gegangen. Vorher war ich ja bei einer L in dem Summer Raws Video. Da war das T-Shirt viel zu lang. Jetzt von der Länge her geht es auf jeden Fall. Schultern ist aber natürlich immer alles noch ein bisschen mehr taillierter, sage ich mal, geschnitten, beziehungsweise enger geschnitten. Finde ich einfach nicht so nice, den Fit. Das kommt einfach nicht so nice rüber, wie so ein richtig schönes Oversize-T-Shirt. Vor allem auch hier mit diesem Puffprint drauf. Hätte ich es viel, viel nicer gefunden, wenn hierbei der Oversize-Schnitt genommen worden wäre. Ist er aber leider nicht. Deswegen kann ich es jetzt nicht ändern. Macht das T-Shirt für mich persönlich kaputt. Deswegen werde ich das so auf jeden Fall zurückschicken. Falls jemand von euch das jetzt noch haben will, zu dem normalen Retail-Preis, schickt mir auf jeden Fall eine DM bei Instagram. Dann schicke ich euch das gerne rüber. Und ansonsten gibt es zu diesem Tee auch nicht viel zu sagen. Einfach nur schade, dass hier nicht der andere Schnitt genommen wurde. Hätte ich mehr gefeiert. Deswegen, machst du nichts. Dann das zweite Tee, was ich mir gezogen habe, hat natürlich wieder hier diesen Oversize-Schnitt. Zum Glück, weil das ist auch ein sehr, sehr nices Ding. Wobei ich lieber die Schnitte von den beiden getauscht hätte, weil das andere finde ich vom Design her deutlich, deutlich stärker als das hier. Aber das fand ich eigentlich auch ganz nice. Wobei, wenn ich es jetzt sehe, etwas schwierig, weil es doch irgendwie ein bisschen zu überladen rüberkommt, finde ich. Wir haben hier auch auf so ein bisschen USA College Vibes angelehnt, so einen fetten Schriftzug, finde ich ganz nice. Dann hier drüber noch 2 platzierte Prints, die beiden hier übrigens Puffprints, beziehungsweise das hier so ein leichter Puffprint, das ein bisschen puffiger und hier ein ganz normaler Print. Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen zu überladen. Dann ist hier noch so ein V-Neck quasi eingenäht, würde ich mal einfach so sagen. Hinten komplett clean übrigens und das ganze Komplettpaket hier irgendwie ein bisschen zu überladen, finde ich. Man hätte hier auf jeden Fall die oberen Prints irgendwie weglassen können oder einen einfach nur zum Beispiel so irgendwie machen können. Aber naja, ist natürlich Geschmackssache. Für mich doch irgendwie ein bisschen zu überladen. Fit natürlich sehr, sehr nice. Standard Oversize Fit von Peso. Der ist auf jeden Fall mir deutlich, deutlich lieber als dieser slimmer geschnittenere. Und natürlich auch wie immer wieder dieser Metallpatch dran. Hinten komplett clean. Hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt zweimal. Und ansonsten gibt es zu diesem Tee auch nicht viel zu sagen. Dann kommen wir auch zu der Hose. Und da habe ich erst überlegt, mir die Blue Jeans mit dem Peso Monogramm zu ziehen. Die war mir dann aber doch zu stark angelehnt an die LV Jeans. Erstens vom Monogramm natürlich. Plus die Waschung war auch sehr, sehr ähnlich. Deswegen dachte ich so, nee, muss ich mir nicht unbedingt ziehen. Aber die hier fand ich sehr, sehr krass. Ich war mir erst ein bisschen unsicher, weil das noch ein bisschen mehr in diese Camouflage-Richtung vom Look gegangen ist. Aber je öfter ich mir die angesehen habe, desto mehr habe ich die irgendwie gefühlt, weil das so ein bisschen in diese Skater-Asian-Richtung geht. Fand ich wirklich sehr, sehr wild. Ist auch vom Look, wenn man die in echt sieht, geisteskrank einfach. Dieses Printing sehr, sehr nice. Auch Peso-Logo sehr, sehr dezent umgesetzt in den einzelnen Elementen im Print. Gefällt mir richtig gut. Farbton dieses Lila und dann noch diese ganzen so Art wie Drachenflammen, sage ich mal einfach. Wirklich sehr, sehr krasses Ding vom Design. Gefällt mir richtig, richtig gut. Stoff ist sehr, sehr dünn.
Also hat jetzt nicht diesen Heavy Jeans Stoff, der so richtig, ja, Stuff ist. Ist eigentlich auch nice, weil das ist eher so eine Hose, die man eher im Sommer rocken würde vom Farbton her. Deswegen eigentlich ganz gut, dass es so einen dünnen Stoff hat. Natürlich aber, wenn man das jetzt so als Skater Jeans kaufen würde, kann man die komplett vergessen. Die wäre halt nach einer halben Stunde im Arsch. Plus, was mir auch nicht so gefällt, wir haben hier 98% Baumwolle und 2% Elastan. Und die Elastan sind wirklich wichtig für die Hose, weil, ja, was soll ich sagen, der Fit ist es einfach nicht. Das ist so ein Standard Zara Hosenfit, glaube ich, den man aktuell so bei Zara kriegt, kommt mir zumindest so rüber, weil die ist wirklich, die hat keinen Straight Cut Schnitt, die ist einfach ganz normal, regular geschnitten an den Oberschenkeln, wirklich viel zu eng. Deswegen auch wichtig, dass hier so viel Elastan drin ist, sonst könnte man die vergessen. Wenn man jetzt so ein richtiger Skinny Dude ist, dann könnte die wahrscheinlich sogar nice aussehen, aber da darf man wirklich kaum Oberschenkelmuskeln haben. Generell Muskeln ist da nicht gut gesehen in der Hose. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es mehr gefeiert, wenn hier mehr so auf diesen, ja, wirklich Skater-Baggy-Look gegangen worden wäre bei der Hose. Das wäre wirklich sehr, sehr wild gewesen. Aber ist es leider nicht. Deswegen schade. Sonst hätte ich die wirklich sehr, sehr gefeiert. Eventuell wäre die was gewesen, wenn ich irgendwie noch 2-3 Sizes größer gegangen wäre. Dann hätte ich diesen voluminösen Look gehabt. Dann hätte ich die oben am Bund einfach nur noch ein bisschen enger nähen müssen. Aber das ist ja auch nicht Ziel des Ganzen. Deswegen wäre nice, wenn die direkt in meiner Size so wäre, wie ich sie gerne hätte. Ist sie leider nicht. Machst du nix. Also nochmal kurz zusammengefasst. 2 von den 3 Sachen. Richtig nice Designs. Im Schnitt aber kompletter Reinfall. 1 von den 3 Sachen. Sehr nicer Schnitt, aber das Design nicht so 100% geil gewesen. Deswegen gebe ich hier diesmal bei dem Design 3 von 5 Punkten nur leider. Und by the way, im Design zählt der Schnitt natürlich auch mit rein. Sonst wären es ja eigentlich 5 von 5 Punkten. Dann sind wir auch bei der Preis-Leistung und da haben wir Peso-typisch etwas höhere Streetwear-Preise. Die T-Shirts liegen, meine ich, bei 60 Euro und die Jeans bei 110 Euro. Also doch höhere Preise, vor allem, weil hier nicht auf Organic Cotton oder irgendwelche Nachhaltigkeitszertifikate noch gesetzt wird, sondern einfach ganz normal Cotton benutzt wird. Produktion ist natürlich hochwertig, aber das kriegen andere Marken auch günstiger hin mit der gleichen Qualität. Plus, man muss auch einfach sagen, Peso hat sehr, sehr hohe Stückzahlen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass hier noch einige sich tun würde. Das heißt, entweder man kann mit dem Preis eventuell noch ein bisschen runtergehen oder den Preis so beibelassen und dann einfach noch ein bisschen mehr auf die Nachhaltigkeit und Co. achten. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen vom Peso. Deswegen gebe ich hier bei der Preis-Leistung 3,5 von 5 Punkten. Das heißt, insgesamt sind wir bei einem Gesamtrating von 3,5 von 5 möglichen Punkten. Und hier muss ich ehrlicherweise sagen, Peso hat auf jeden Fall noch Luft von oben. Ich muss jetzt hier nicht wieder den Schnitt kritisieren. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Aber was ich auf jeden Fall kritisieren muss, ist einerseits die Verpackung. Und da ist das Weglassen von Plastikbags oder einfach der Umstieg auf recycelte Plastikbags nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Schritt. Wir könnten auch einfach Organic Cotton noch benutzen oder irgendwelche Zertifizierungen machen, dass wirklich alles, die komplette Lieferkette nachhaltig ist. Aber das wird hier leider nicht gemacht. Finde ich sehr, sehr schade. Würde mich sehr freuen, wenn das die größte oder wahrscheinlich größte Brand Deutschlands, ja, einfach mal machen würde. Und ansonsten gibt es auch nicht mehr viel zur Republic Kollektion zu sagen. Und ich habe hier noch 2 Videos für euch verlinkt, unter anderem den Brandcheck von Atelier de Rupa, der Marke von Patrick Spector. Wirklich sehr, sehr krasse Sachen habe ich mir da gezogen. Deswegen checkt das gerne aus. Bis zum nächsten Video. Peace.